Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger. Die lebten dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Uns geht es gut, sagte der kleine Tiger. Denn wir haben alles, was das Herz begehrt. Und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär? Jawohl, sagte der kleine Bär. Ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen. Und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden. Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagte der kleine Tiger. Und zwar die größte Portion. Sie hatten wirklich ein schönes Leben. Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Bananen, schnupperte der kleine Bär. Panama, las er. Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Panama ist das Land meiner Träume. Er lief nach Haus und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama. In Panama, sagte er, ist alles viel schöner, weißt du, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land unserer Träume, Tiger. Wir müssen sofort morgen nach Panama. Was sagst du, Tiger? Sofort morgen, sagte der kleine Tiger. Denn wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber meine Tigerente muss auch mit. Am nächsten Morgen standen sie noch viel früher auf als sonst. Wenn man den Weg nicht weiß, sagte der kleine Bär, braucht man zuerst einen Wegweiser. Und baute aus der Kiste einen Wegweiser. Er nahm noch seinen Hut und dann gingen sie los, dem Wegweiser nach, am Fluss entlang. Als sie beim alten Fuchs vorbeikamen, war der gerade dabei, mit einer Gans seinen Geburtstag zu feiern. Wo geht's denn hier nach Panama? Fragte der kleine Bär. Irgendwo nach links, sagte der Fuchs, ohne lange zu überlegen, denn er wollte nicht gestört werden. Auch eine Kuh, die es nicht besser wusste, sagte, Irgendwo nach links, denn rechts wohnt der Bauer. Und wo der Bauer wohnt, kann nicht Panama sein. Das war wieder falsch. Denn wenn man immer irgendwo nach links geht, dann geht man im Kreis. Und wo kommt man dann hin? Na, dorthin, wo man hergekommen ist. Am Abend trafen sie zwei Leute, einen Hasen und einen Igel. Die trugen gerade ihre Ernte nach Hause. Wir freuen uns über jeden Besuch, der uns etwas erzählen kann, sagte der Hase. Kommt mit zu uns nach Hause. Ihr könnt bei uns übernachten. Zu Hause, beim Hasen und beim Igel, erzählte der kleine Bär den ganzen Abend von Panama. Zusammen mit dem kleinen Tiger durfte er auf dem gemütlichen Sofa sitzen. So ein Sofa, sagte der kleine Tiger, ist das Allerschönste auf der Welt. Wir kaufen uns in Panama auch so ein Sofa. Dann haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja? Ja, sagte der kleine Bär. Und Panama, sagte er, ist unser Traumland, weil es von oben bis unten nach Bananen riecht. Nicht wahr, Tiger? Wir waren noch nie weiter als bis zum anderen Ende unseres Feldes, sagte der Hase. Das Feld war bis heute immer unser Traumland, weil doch das Getreide wächst, von dem wir leben. Aber jetzt heißt unser Traumland Panama. Oh, wie schön ist Panama, nicht wahr, Igel? In dieser Nacht träumten alle vier von Panama. Am nächsten Morgen kamen sie bald zu einem Fluss. Such du schon mal Bretter und Holz, sagte der kleine Bär. Und dann baute er ein Floß. Wie gut, sagte der kleine Tiger, wenn man einen Freund hat, der ein Floß bauen kann.
Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten. Sie zogen das Floß in den Fluss und schwammen damit auf die andere Seite. Auf der anderen Seite gingen sie wieder am Fluss entlang. Und der kleine Bär sagte, du kannst ruhig immer hinter mir hergehen, denn ich weiß den Weg nach Panama. Dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, sagte der kleine Tiger. Und sie gingen so lange, bis sie zu einer kleinen Brücke kamen. Der Fluss hatte die kleine Brücke im Laufe der Zeit etwas zerstört. Wir müssen die Brücke reparieren, sagte der kleine Tiger. Heb du das Brett von unten und ich hebe das Brett von oben. Aber pass auf, dass meine Tigerente nicht ins Wasser rollt. Nicht weit hinter der Brücke trafen sie eine Krähe. Vögel sind nicht dumm, sagte der kleine Bär. Und er fragte die Krähe nach dem Weg. Welchen Weg? Fragte die Krähe. Es gibt 100 und 1000 Wege. In unser Traumland, sagte der kleine Bär. Das Land kann ich euch wohl zeigen, sagte die Krähe, denn Vögel wissen alles. Und sie schwang sich auf den untersten Ast des großen Baumes und flog höher und höher. Lass mich nicht los, Bär, rief der kleine Tiger. Sonst bricht sich meine Tigerente ein Rad. Das da, sagte die Krähe, ist es. Und sie zeigte mit dem Flügel ringsherum. Oh, rief der kleine Tiger. Ist das schön, nicht wahr, Bär? Viel schöner als alles, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, sagte der kleine Bär. Was sie sahen, war aber gar nichts anderes als das Land und der Fluss, wo sie immer gewohnt hatten. Nur hatten sie das Land noch nie von oben gesehen. Das ist ja Panama, sagte der kleine Tiger. Komm, wir müssen sofort weiter. Dort bauen wir uns ein kleines, gemütliches Haus mit Schornstein. Wir brauchen uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Schon nach einem kurzen Weg fanden sie einen Wegweiser. Er lag umgekippt im Gras. Was siehst du da, Tiger? Wo denn? Paraguay. Falsch. Pantoffel. Nein, du Dummkopf. Panama. Panama, Tiger. Wir sind in Panama, im Land unserer Träume. Und sie tanzten vor Freude hin und her und ringsherum. Als sie noch ein kleines Stück weiter gingen, kamen sie zu einem verfallenen Haus mit Schornstein. Oh, Tiger, ein Haus, ein wunderbar, wundervoll schönes Haus mit Schornstein. Das schönste Haus der Welt, da könnten wir doch wohnen. Wie still und gemütlich es hier ist, Tiger, rief der kleine Bär. Lausch doch mal. Der Wind und der Regen hatten ihr altes Haus ein bisschen verwittern lassen, sodass sie es nicht wiedererkannten. Die Bäume und Sträucher waren höher gewachsen, alles war etwas größer geworden. Hier ist alles viel größer, Bär, rief der kleine Tiger. Panama ist so wunderbar, wundervoll schön, nicht wahr? Sie fingen an, das Haus zu reparieren. Der kleine Bär baute ein Dach und einen Tisch und zwei Stühle und zwei Betten. Dann pflanzten sie im Garten Pflanzen. Und bald war alles wieder wie früher. Der kleine Bär ging fischen, der kleine Tiger ging Pilze finden. Nur war es noch schöner, denn sie holten sich ein Sofa aus Plüsch, das war ganz weich. Das Haus bei den Sträuchern kam ihnen so schön vor wie kein Platz auf der Welt. Oh, Tiger, sagte jeden Tag der kleine Bär. Wie gut ist es, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr? Ja, sagte der kleine Tiger. Das Land unserer Träume. Da brauchen wir nie, nie wieder wegzugehen. Du meinst, dann hätten sie doch gleich zu Hause bleiben können? Du meinst, dann hätten sie sich den weiten Weg gespart? Oh nein,
Denn sie hätten den Fuchs nicht getroffen und die Krähe nicht. Und sie hätten den Hasen und den Igel nicht getroffen. Und sie hätten nie erfahren, wie gemütlich so ein schönes, weiches Sofa aus Plüsch ist.